Oida, was geht ab, Leute? Team Marvel hier. Servus, Leute. Heute mit dem 6. Match der German YouTube League. Das war Tier 3 Format, Highlander, also jede Karte nur einmal. Außer halt die Verbotenen, die sind weiterhin verboten. Metadex waren erlaubt. Und da hat uns Steve mal vertreten. Seine zweite Chance. Seine zweite Chance, genau. Erste Chance hat er verkackt, hat er verloren, aber wir haben natürlich, wir glauben an Steve. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ein guter, konstanter Spieler. Und wir hatten mehrere Optionen und wir haben uns für Cosmo entschieden. Genau, aber das werden wir jetzt sehen. Drück mal Start. Hier, oder? Schauen wir mal. Steve fängt an. Direkt mit Terraforming reingetan. Ja. Habe ich ihm empfohlen. Cosmo Tau muss. Er fängt direkt an mit Tinken. Sehr saftig. Guter Start. Hier ist ja, hier hat man Konstanzprobleme, weil man jede Karte wirklich nur einmal spielt. Sehr interessantes Format. Auf jeden Fall. Gegner. Fängt an, er hat ein komisches Anti-Deck gespielt. Kaiser Kolosseum hat in dem Fall nicht so viel gebraucht. Aber Creature Swap, interessant. Alter, ganz heftig. Jetzt die Frage, wie kriegt Steve den weg? Erstmal Upstart. Er kann ja sowieso nicht negieren. Ja, so ist es. Und wenn er jetzt stirbt, dann kriegt Steve sein Search. Kühlfan zieht Darkhold, eigentlich tote Karte jetzt. Steve hat sich dazu entschieden, nicht Kompuls zu aktivieren. Ich weiß nicht wieso. Dann hätte er die auf seine Hand gekriegt. Die Frage warum? Jetzt hat er Gageki gezogen, also eine andere Möglichkeit. Farmware. Sehr gut, zuerst Summon des Monster, dann Raigeki. Effekt, Eclipse. Holt sich Dark Lady und nicht Teil. Slip Rider. Kann er, ach so, kann er nicht beschwören wegen Psy, oder? Ja, nein, Kolosseum, ja. Kolosseum macht das Sinn. Ja, stimmt. Ja, okay, jetzt holt er sich Slip Rider. Effekt vom Farmware. Ja. Also schaut sehr gut aus für Steve. Ja, er schießt random. Diesmal hat er zum Glück die richtige getroffen. Hätte er die Triple getroffen dann. Was war die andere? Warning. Warning? Interessant, dass die nicht aktiviert wurde. Ja. Der Gegner hat jetzt kein Monster mehr. Wie man sieht, das ist noch die alte Death Pro Variante. Dazu kommt später noch ein Video. Warum, weshalb? Weil es noch die alte Version. Okay, ich bin gespannt. Endphase Call auf Dark Destroyer. Ja, sehr gut für Steve. Genau, holt den Slip Rider wieder, von der ins Deck gemischt wurde. Und das müsste eigentlich OTK sein. Mit Town holt er sich Farm Girl Angriff. Ja. Oder so, ja. Ja, so reicht's auch. Ja, ja. Keine Faxen, direkt zu gewinnen. Er war selber unter Druck ein bisschen, weil wir in Game 1 verloren, das war schon traurig. Aber jetzt macht er alles wieder gut. Game 1. Sehr gut, Steve. Game 1 gehört uns. Schauen wir mal weiter. Game 2. Gegner wieder Kaiser Kolosseum. Aber nicht so effektiv eigentlich gegen das Deck. Beschwert auf Lesia. Das ist schon sehr effektiv. Saftiger Top-Deck von Steve. MSC auf die Verdeckte. Darko, ja, Teleport-Angriff mit Farm Girl. Der Gegner kann echt nichts machen außer leiden. Ja. Also es war wirklich ein fast perfekter Draw. Auch noch zwei mächtige Fallenkarten verdeckt, also. Steve hat bestimmt so krass gelacht. Ja. Hä, was ist da passiert? Also da hat jetzt Replay von Deathpool leider einen Fehler gehabt. Aber das Duell war eh entschieden, also
Gegner zieht ein paar tote Karten in den nächsten zwei Runden und Steve Otegat ihn einfach. Also das war das Duell. Leider jetzt dieser kleine Fehler von Deathbro, aber trotzdem sehr lustiges Format, hat Spaß gemacht. Und Steve, alles wieder in Ordnung, hat seinen Fehler wieder gut gemacht, hat konstant gespielt. Die Frage ist nur mit Kompuls, vielleicht hatte er da einen Denkfehler, dass er dachte, der Gegner kriegt die Karte auf die Hand, aber es kriegt wirklich der Besitzer auf die Hand. Aber vielleicht wollte er die Falle behalten, war alles super, top. Ja. Ansonsten danke an Creepfan, schaut bei ihm vorbei, schaut sein Feature-Match an. Wir stehen jetzt 4-2. Ja. Eigentlich ganz... Ist in Ordnung, nicht schlecht, ist konstant gut, aber geht besser. Schauen wir mal, wie Cut Journalist steht, er stand 5-0. Schauen wir mal, ob er jetzt 6-0 steht. Er ist unser Gegner in der übernächsten Runde. Ja. Ansonsten passt es. Fertig. Das war's. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin leidet nicht, so wie Creepfan. Servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.